Das Wort hat jetzt der Kollege Dr. Peter Tauber von der CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen, meine Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, es darf kein Zweifel daran bestehen, dass im Kampf gegen den Rechtsextremismus alle demokratischen Fraktionen dieses Hauses Seite an Seite stehen sollen. Und ich glaube auch, dass es keinen Zweifel daran geben kann, dass Bildung und Aufklärung die wirklich effektiven Instrumente gegen braune Rattenfänger sein müssen und sein können. Und deswegen haben wir trotz eines einmaligen Sparhaushaltes diese Mittel auch nicht gekürzt im Kampf gegen den Rechtsextremismus. Das, glaube ich, muss man an dieser Stelle sagen. Und dazu gehört auch, dass wir von denjenigen, die sich in diesem Feld engagieren, natürlich erwarten, dass sie ein ganz glasklares Bekenntnis zu unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung und zum Grundgesetz abgeben. Wer das nicht kann, ist ungeeignet, junge Menschen über die Gefahren des Rechtsextremismus oder des Extremismus per se aufzuklären. Auch daran darf es aus meiner Sicht keinen Zweifel geben. Und dann geht es noch um ein anderes Prinzip. Es geht nicht nur um die Aufklärung vor einer dumpfen Ideologie, sondern es geht auch darum, deutlich zu machen, dass wir nicht bereit sind, zu tolerieren in diesem Land, dass extremistische Gruppen ihre Partikularinteressen mit Gewalt auf der Straße und an allen anderen Orten gegen Sachen und Personen einfordern. Auch das muss man klar sagen. Und den Opfern ist es total egal, ob sie von einem politischen Radikalinski, von einem Islamisten, von einem militanten Tierschützer oder von einem gewaltbereiten Fußballfan geschlagen, getreten und verletzt werden. Auch deswegen ist es wichtig, dass wir das Thema Extremismus in der Gesamtschau betrachten. Und diese Verengung auf den Rechtsextremismus ist falsch und führt in die Irre, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die klare Aussage, dass jede Form von Extremismus Mist ist, die muss aus meiner Sicht jeder Abgeordnete des Deutschen Bundestages unterschreiben können. Und wenn Sie Ihren Antrag, und das ist das Bedauerliche, da gibt es viele sehr schöne Sätze drin, die ich sofort unterschreibe, aber wenn Sie Ihren Antrag gerade mit Blick auf den Antisemitismus eben auf diese Perspektive eindimensional verengen, dann ist das leider zu kurz gesprungen und leider falsch. Ich möchte gerne Charlotte Knobloch zitieren, die gesagt hat, diese Bundesrepublik ist für uns Juden wieder eine Heimat geworden. Wir Juden sind fester Bestandteil der deutschen Gesellschaft. Das ist ein Satz, der uns alle stolz machen kann. Nachdenklich müssen wir aber werden, wenn wir wissen, dass 5,4% der Jugendlichen in diesem Land latent antisemitisches Gedankengut pflegen. Und noch nachdenklicher müssen wir werden, wenn wir wissen, dass bei Jugendlichen muslimischen Hintergrunds dieser Prozentsatz bei über 15% liegt. Und der Generalsekretär des Zentralrats der Juden hat deswegen auch gesagt, die Gewaltbereitschaft im muslimischen Lager ist vergleichbar mit der im rechtsextremen Lager. Diese Tatsache negieren Sie auch durch Ihre Diskussionsbeiträge hier permanent. Das wird auch dem Verfassungsschutz bestätigt. Und das ist sehr bedauerlich. Ich finde, es muss uns alle sehr nachdenklich stimmen, dass wir es bisher nicht geschafft haben, diesen jungen Leuten zu erklären, dass jeder Deutsche eine besondere Verantwortung gegenüber Israel und Menschen jüdischen Glaubens hat, dass es eine gesamtstaatliche Aufgabe ist, dass es zur Staatsräson der Bundesrepublik Deutschland gehört, für das Existenzrecht Israels einzutreten und die Freundschaft zum jüdischen Volk immer wieder zu betonen. Cem Özdemir hat das übrigens selbst gesagt. Es fehlt leider in dieser Klarheit in Ihrem Antrag. Und dann bin ich beim nächsten Punkt. Wir dürfen beim Thema Antisemitismus nicht nur mit Blick auf den Rechtsradikalismus und den Islamismus schauen. Der Bundestag hat beschlossen, mit großer Mehrheit, wer an Demonstrationen teilnimmt, bei denen Israel-Fahnen verbrannt werden und antisemitische Parolen gerufen werden, ist kein Partner im Kampf gegen den Antisemitismus. Und, sehr verehrte Damen und Herren, aus Ihrer Fraktion haben in der Vergangenheit immer wieder Mitglieder an Demonstrationen teilgenommen,
bei denen Parolen wie Tod Israel gerufen wurden, bei denen Israel-Fahnen verbrannt worden sind. Und deswegen sind Sie für mich auch kein Partner im Kampf gegen den Antisemitismus. Das sage ich hier an dieser Stelle so deutlich. Das ist keine Lüge, das können Sie nachlesen an ganz vielen Stellen. 9 Abgeordnete Ihrer Fraktion haben gar kein Problem gehabt, an solchen Demonstrationen teilzunehmen. Und deswegen bin ich sehr froh, dass die Bundesregierung einen positiven Ansatz wählt, um junge Menschen für Demokratie zu begeistern, um sie zu überzeugen, dass die Art, wie wir unser Gemeinleben organisiert haben, die beste ist. Und alle, die daran mitwirken, sind herzlich eingeladen. Herzlichen Dank.